Lustig, lustig, tralleralera. Herzlich willkommen, liebe Leute, guten Tag. Ich, der knallharte, eiserne, unheimlich starke Mensch, wunderschön nebenbei auch gesagt, wenn ich das behaupten darf, ich darf es, ich habe es mir selber erlaubt, guten Tag, habe der Befürchtung ins Auge geblickt und habe den Update-Knopf gedrückt für diese Mod hier. Und wenn ihr einmal schauen möchtet, oben links in der Ecke ist jetzt eine 1. Und ich glaube, wir waren irgendwie bei 100 vorher. Also bin ich hier ins Spiel rein und habe wieder Level 1. Und alle Rezepte sind weg. Ich habe mich mal hier umgeguckt. Also ich kann zum Beispiel gar nichts mehr. Wir müssen wieder beim Urschleim anfangen. Das ist aber nicht schlimm. Das gibt uns wieder neuen Antrieb, viel zu erleben und Erfahrungspunkte zu sammeln. Und mit Scheißfähigkeiten, wir können zum Beispiel, denke ich mal, auch wieder nichts mehr kochen. Ach doch, außer die, die Klosuk-Geschichten. Das ist aber auch gut. Hier, bevor ich ausmachte, gestern, habe ich aber noch, guckt mal, ich war fleißig und habe hier den Bus gebaut und so einen Clown, einen Klön gebastelt. Mal gucken, was der macht, was der kann. Da braucht man noch Plastik dafür. Ich weiß es nicht, wofür das Ding da ist. Wenigstens kann ich noch Stahl und so ein Zeug herstellen. Das dürfte interessant werden. Und hier die Forges, die gehen jetzt über 25.000, wo vorher Schluss war. Interessant. Da heißt es heute Erfahrungspunkte sammeln. Und ich packe mir noch den Kuchen mit ein, ja, dass wir noch was Schönes zu essen haben. Und ich habe mal die komischen Speedbytes gebaut. Ich weiß nicht warum oder wofür. Speed to go. Vielleicht können wir die gebrauchen. Ja, so eine Art Zaubertrank. Und darüber hinaus hatte ich, ich weiß nicht, ich habe noch die Dinger fertig gemacht. Ja, hier Nahkampf, Questlinie und Mechaniker. Ich habe Autos gebaut, die Farmergeschichte und irgendwas war noch, was noch nicht fertig war. Und ich habe auch keinerlei angenommene Missionen mehr. Und ich muss das auch nicht nochmal machen, aber es ist alles auf 1. Ich war beim Händler, da gab es ein paar Bücher zu kaufen, die habe ich mir geholt. Aber sonst, weil ich wieder auf der Suche nach dem Schalldämpfer war. Aber sonst ist alles auf Nudel. Und ich hatte vor kurzem erst auch die Erfahrungspunkte runtergeschraubt. Wir sind jetzt bei 150%, also ein bisschen schneller. Und am vorherigen Tag habe ich lediglich hier noch ein paar Runden gemacht. So. Noch ein paar Runden Steine gelegt. Ah, so eine Sache war. Und keine Horde kam. Und meine Ausdauer ist wieder beschissen, weil ich ja noch keine Punkte habe zum Investieren. Aber ich wollte auch noch nicht anfangen, groß rumzurödeln, damit wir das gemeinsam erleben können. Und scheiß Ausdauer, also alles ist wieder auf Anfang. Und ich kann auch langsam nur nachladen. Und was kann ich noch? Nicht. Aha. Sehr schönes Gerät, habe ich gebaut für unser Erlebnis mit Besaufen und Zeug umfahren. Aber ich glaube, öffnen, ja. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal noch sein. Aha, Sprit sparen, verträgt sich nicht mit. Aha, aha, aha. Mit Aerodynamik verträgt sich Sprit sparen nicht. Ne, dann eben nicht. Aber ich glaube, hier ist Sprit sparen ganz gut angesagt. Hier, vertanken. Nochmal. 5, 7, 5, 10, 12, 5, 15. Und dann haben wir doch schon alles verblasen, oder? Ja, das behalte ich aber noch. Wie haben wir denn? Oh, schöner Sound. Okay, vollgetankt ist. Ja, ist aber immer noch Leerlauf. Ah, nicht mehr ganz. Okay. Ich glaube, wir fahren mal zu unserem Haus- und Hofhändler da oben hin. Wenigstens sind die Kartenmarkierungen noch da.
Oh, das kann ja wieder was werden. Gute. Mal ein paar Missionen machen, dass wir wieder Punkte reinkriegen. Und vielleicht Horde bekämpfen mit nahezu Level 1. Das dürfte lustig werden. Oh Gott, das fährt sich ja wie ein Panzer. Es ist ja auch einer. Ach ja, und dann habe ich drüber nachgedacht, habe ich vielleicht dem Warzug-Erfinder Menschen Unrecht getan? Tue ich ihm Unrecht, wenn ich sage, er hat sich überall alles zusammengeklaut? Ist er vielleicht derjenige, der alles erfunden hat, was Mods angeht, und alle anderen klauen bei ihm? Das meine ich ernst. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Was ist, wenn ich Shift drücke? Auch nichts anderes. Okay. Ja, aber wenigstens ein neuer Sound im Spiel. Ach, der große Gott. Was habe ich mir ja eingebrockt? Jetzt noch ein schönes Kaliber 50 oben drauf. Das wäre doch was. Aber ich habe schon gesehen, es sind auch wieder die Klosuk-typischen finster dreinblickenden Gesellen ins Spiel gekommen. Zum Beispiel der Typ mit der Schaufel und dem Sarg auf dem Rücken, habe ich gesehen, der uns ja vorher abhanden gekommen war. Ach, der große Gott. Ja, irgendwie jetzt mit dieser neuen Innenstadtgeschichte ist es mit den Fahrzeugen nicht mehr so schön frei, dass man alles gebrauchen kann, weil es ist alles ziemlich verbaut. Ach, der hat noch nicht offen. Na, dann eben nicht. Kann ich das Auto abernten? Nein. Na, dann randalieren wir eben woanders rum. Und ich habe mal hier auf Schalldämpfer umgerüstet. Wo waren wir denn noch nicht drinne? Hier ist doch bestimmt noch alles beim Alten. Aha, aha. Wir gucken trotzdem mal hier rein. Ach, das ist Metall. Okay. Wenigstens muss ich nicht vom Urschleim anfangen. Und durfte alles behalten. Und jetzt heißt es, nicht nur noch Schalldämpferbuch finden. Oh yeah, unser erster Punkt. Sondern alle Bücher wieder finden. So Leute, wollt ihr mal hier rumkommen? Hallo? Ah! 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 Und der Loot? Geld für den Loot-Gott und Loot für den Loot-Gott ist allerdings unser Level ja auch wieder im Keller. Aha, geil. Oh, mal das Ding wegtun hier. Aha, ja, man sieht es. Papier. Aber waren wir hier unten nicht schon drinne? Ist denn der Loot auch wieder nachgespornt? Das wäre ja gar nicht mal so gut. Übel. Moment. Erstmal noch das lesen. Und hier Geld vor der Lootgott. Und da wollen wir mal gucken, was das Ding soll, kann. Kann man ihnen helfen? Was soll denn das sein? Oder was soll denn das? Lass mal hier stehen. Erschrecke ich mich beim nächsten Mal. Aha, hier ist der Keller. Aber wie es aussieht, darf ich alles wieder looten. Es ist alles wieder nachgewachsen. Das wäre ja eine angenehme Geschichte. Wo verteile ich denn mal unseren ersten Punkt hin? Ich glaube, ganz klar in Ausdauer. Aber Cardio ist Ausdauer. Das war Werkzeugbenutzungskram. Ja, es sieht aus, als wäre alles wieder nachgespornt.
Was ist das? Donutstreusel. Das ist ja was Feines. Also neue Gegenstände auch reingekommen. Wie aufregend. Ich werde mal hier das rausholen. Mit Messer, das habe ich mir gerade abgeschminkt. Ich habe übrigens ein schönes Messer erhalten. Für eine Questlinie, die ich gemacht habe. Und zwar jenes welches. Machete. Ja, ich erinnere mich. Wir können... Oh, jetzt habe ich gedacht, da steht jemand. Es geht schon los. Dann gehen wir nochmal in den Keller. Level 1. Kann ja wohl nicht so wild sein. Treppenhaus. Gehe ich nicht rein. My senses have picked up something. Ah. Oh, ist das ganze Gebäude wach geworden hier, oder wie? Nachladen. Macht der Clown was oder ist es nur Zierde? Oh. Ja, Level 1. Nee, jetzt sind wir schon Level 3. Wieder kommt er noch. Oh ja. Wenn ich heute noch mal den Kram machen würde, von gestern, durch die Fabrik, das wäre vielleicht ganz anders ausgegangen. So, Chefkoch, Prügelpeter. Wie war denn das hier? Heilfaktor, ist das hier mit Silber heilen? Kritische Verletzung heilen. Schneller, ja, und Ausdauer. Und du solltest mich da eigentlich heilen, Troller. Du hast doch genug. Hier mal Aufräumtaste drücken. Wir gehen wieder in den Keller. Und ich glaube aber, ich werde mir mal was auf dem Ellenbogen kleben. So. Okay, es ist auf alle Fälle der Loot wieder da. Für den Loot-Gott. Das ist doch schon was. Und ich brauche 3 Schläge, um eine Papierkiste aufzukriegen. Ah. Gut. Das ist ja nicht das Problem, die Rezepte wieder zu kriegen, die für Klosuch sind. Die kann ich mir ja selber zusammen erfinden. Das habe ich gebraucht. Bierrezept. Wir nehmen ein bisschen Papier mit. Wo wir drauf schreiben können. Ah, hier ist der heiße Scheiß. Mhm, naja. Wir fangen hier wieder beim Urschleim an. Aha, heile, heile Segen. Und das dauert auch länger. Na dann, sowas. Hier, guckt euch das an. Boah, das ist der Loot. For the Loot God. Ein Bogen, ich glaube, es hackt. Aha, der Wälder. John Schwarzwälder, der einzige gute Autor damals noch bei den Simpsons. Kann man mal nachlesen. Nachdem der gegangen ist, ist alles scheiße geworden. Und nur noch Mainstream-Mitläufer, scheiße. So, das war der Aufreger des Tages. Aber ich bin innerlich immer noch ruhig geblieben. War hier dahinter was? Vielleicht sollte ich mir ja mal eine andere Axt bauen. Wieder was drin? Ah, eine Tasche. Oh yeah. Genau mein Ding, Baby. Aha. Und
Hier, wir wohnen doch... Ah, wollte ich gerade sagen. Hier wohnen doch die Biker. Klo. Ah, Hazmat. Kann mir das jemand erklären, warum die Biker alle auf dem Klo sind? In Pulks? Okay, dann gehen wir wieder. Jetzt können wir eine Händlermission machen. Oh Mensch, ich glaube, muss ich abreißen. Du machst mir Angst. Gruselclown. Was? Ach, den kann man wieder einpacken. Das ist ja was. Nur, dass das Ding total nutzlos ist. So, hier wieder raus. Und jetzt gehen wir nochmal zum Händler. Und der gibt uns wahrscheinlich die Mission, den Buchladen zu machen, wo wir gerade drin waren. Mal gucken, ob ich beim Händler auch wieder vom Urschleim anfangen muss. Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Hier ist leer. So, hier, willst du Nadel, willst du nicht? Hast du vielleicht Schalldämpfer oder sowas? Tag 52, Entenschnabel. Und ich kann auch, ich glaube, die Blade Traps und den ganzen Kram kann ich auch noch nicht wieder machen. Hier, Lucky Looter, gib mir das. Scharfschütze nehme ich auch. Lohnt sich ja direkt wieder zum Händler zu gehen. Rüstung verlangsamt mich nicht. Das ist doch was Feines. Aha. Und hier? Gefechte in der Stadt 7. Nachtpiercher. Klingenwaffen verursachen nach nachts mehr Schaden. Ja, warte ich. All systems go. How may I help? Was? Ah, jetzt hab ich die Scheiße aufgenommen, ja. Weg! Ja. Ah, muss ich auch noch beim Urschleim anfangen. I could really use some help, Gray. Ah, wieder die Farm. Fahren wir mal zur Farm. Oh, dass das Ding so langsam ist, Mensch. Die Dicke! Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich immer außen rumfahren. Ums Städtchen herum. Und Ulm herum. Und Level 1 wieder beim Händler. Na sowas. Wenigstens habe ich das kleine Freudenbündel noch. Die Dicke. Mal unten die Fettschürze rausgehangen. So, was soll ich hier überhaupt machen? Säubern. Gut, das kann ich. Ab mit dem Arm. Ach, da waren wir doch schon mal. Jawohl, da legst sie nieder. Aber warum nicht? Da ist es wieder ein bisschen aufregend. Noch mehr. Das Thrill. Aha. Flammenwerfer. I've got a bad feeling about this. Treten Sie bitte näher. Das war nur der Armhand. Soll sie machen. Ich muss weiter. Die Treppe hoch. Aha. Niemand. Rucksack. Okay. Papillen. Nix. Ah.
Was habt ihr denn hier drin gemacht, ihr alten Ferkel? Aha. Das gibt's doch nicht. Aber wenigstens ein paar. Das sind ja alle Pakete hier. Aha, wieder Streusel. Mal gucken, was man damit machen kann. Recipe. Wir können Headwounds Baked Donut. Ich höre eine Klinge. Unten. Was ist da los? Sollen wir nach dem Rechten gucken? Incoming enemies, prepare for conflict. Offenbaren Sie sich. Das ist doch wieder was Abgefahrenes, oder? Haben wir jetzt NPCs hier drin? Oh! Es hat nur noch geklickt. .45 an Kopf. Nicht tot. Was? Oh. Ja, ich erinnere mich. Irkel. Irkel-Troll. Okay, yeah, geile Mission, spannend, wieder was erlebt. Und ich esse mal noch was. Kuchen und dazu Kaffee. Kaffee und Kuchen, daher stammt das Sprichwort. Ach ja, und einmal Gammelwasser holen. Haben wir hier Wasser in der Nähe? Mhm, ja, im Feld. Denn ich stellte noch Gläser her, in einem anderen Leben. Und eine Schlange. Ja, ist mir aber egal. So... Zurück zum Händler. Kann das Ding wenigstens hier durch? Es ist ja eine geile Angelegenheit. Aber unpraktisch. Da müsste vorne noch eine Fräse dran sein oder sowas. Oh, das würde bestimmt Spaß machen, wenn man dann mit Freunden zusammenspielt. Was mir ja leider nicht vergönnt ist, denn ich darf aus rechtlichen Gründen keine Freunde, meinen eigenen, nur flüchtige Bekanntschaften darf ich haben. Schönes Ding. So, was gibst du mir? Ah, Moment. Für diesen Fall, wo war es denn? Ist es das? Riskieren, Vorteile, ja, Wahlmöglichkeiten, okay. Dann, ja, besser verhandeln. Ach ja, und dann müssen wir wahrscheinlich, was benutze ich denn? Ich benutze, ist das, ja, wir gehen Machine Gunner. Da machen wir die gute alte Standhaftigkeit. You've made my day. Naja. Would you kindly help me with Warzug Cliff House. Was ist denn das Warzug Cliff House? Oder Where's UK heißt es ja. Moment, jetzt muss ich erstmal vor Schrecken Kaffee trinken. Mhm. Wo befindet es sich? Wir fahren wieder außen rum. Komm. Gib Gas, Mutti. Hat aber nicht viele Lebenspunkte, das Ding. Aber geländegängig. Gleich ein ganz neues Spielgefühl. Ich habe gedacht, es ist wie bei Ark oder so, wenn man da... dass man die Level behält und muss sie nur wieder neu verteilen. Also man hat die Punkte noch. Wenn sowas passiert. Wenn ein Update kommt. Aber dass ich ganz vom Urschleim... Aber ich beschwere mich nicht. Es ist gut. Ich freue mich. Es ist wieder neu. Ganz anders. Aber den Laster finde ich gut hier. BMD. Was ist denn das Cliff House? Cliff Richard? Kommen wir hier durch? Nee. Los! Was ist denn das? Ach, das ist hier der Klose-Konsum. Ja, nicht schlecht. Mach mal. Natürlich machen wir das. So, hier mal.
neues Essen reinladen. Hier ist und hier ist auch. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Wo ist denn hier das Fragezeichen? Aktivieren Sammelpunkt. 30 Meter. Ist es im Haus? Oder oben? Sie sind oben. War ja nicht früher mal eine Treppe? Ja. Aha, okay. Wo ist es denn nun? Oder ist das gemeint? Drüben. Das ist ja schon wieder so 8 Meter. Ich taste mich ran. Wir gucken oben rechts. 7. Wenn ich hochgehe, 7. Wenn ich unten bin, ja, 1 Meter. Hier muss es ja irgendwo sein. Ist es aber nicht. Oh, da musst du nachher erstmal hier Soul Food herstellen. Oder ist es eine Etage tiefer? Zeig mal. 5 Meter. Ach, das ist doch schon wieder scheiße. Weg damit. Wo ist mein Auto? Wir fahren nach Hause und steigen auf das Moped um. Zum Glück habe ich mir eine Spur aus Brotkrumen gelegt. So, jetzt drücke ich Shift. Yeah! Mal gucken, was die dazu sagen. Mimi steht wieder auf. Huch! Ah ja, hier war die Welt noch in Ordnung. Nicht. Luigi! Aber ich verstehe nicht, warum im Buchladen... Ah, hier gehen wir jetzt mal rein. Warum im Buch... Ah, hier waren wir doch schon mal drinne. Warum Buchladen der Loot wieder da war und überall woanders nicht. Hier ist er auch wieder da, das ist gut. Oh, Jambalaya. Einmal heißt es Jambalaya. Der wirkt aber unbekannt. Wer verbirgt sich? Edward mit den Scherenenden. Navis Gain Slasher. Okay. Dann müssen wir noch mal Backe Kuchen machen, so wie es aussieht. Das können wir, glaube ich. Ja, hier habe ich noch nicht. Ja, das war das einzige Regal, welches ich übersah. Hilfe, gib mir Loot. Ja, ich erinnere mich hier an der Äpfelkiste. Waren wir auch dran. So, Händlermission. Jetzt wird alles angenommen. Und zwar von unseren Haus und Hof. Vierer gespannt. Oh, guckt mal. Der Boogie. Boogie Woogie hat er gemacht. Der Boogie. Er flog. Alles gut hier? Ja. Ich hol dich mal da von der Leitplanke runter. Für den Fall, dass... Moped. Oh ja, Run and Gun. Will ich Punkte verteilen. Unbedingt. Oder was lief denn das hier? Laufen und Schießen. Unbedingt. Ah, dafür brauche ich Punkte. Das tut meiner mentalen Gesundheit. Ist es nicht förderlich, dass man mich hier wieder aus meinem Alltagstrott rausreißt.
Aber ich muss nicht von null anfangen. Ich rede es mir selber schön. So, zeigt her eure Füße. We sell only the best merchandise. Job for someone, no matter what. Haus modern. Well, you're a sight for sore eyes. Zombies. Office, jawohl. Well, Jenny, for sore eyes. Was hast du? I need someone who's willing. Die Tankstelle. Und der alte Grießkram. Halt's mal. Warzug, Uhre, Bike. Ach, das ist doch bestimmt wieder der Bikerladen, oder? Eins nach dem anderen. Oh, nee, das Haus, wo wir schon 40.000 Mal drin waren. Ist es das? Ja. Oh. Oh, immer dasselbe. I've got a bad feeling about this. Speedrun. Ich gucke nur hier in die Kisten rein, ob vielleicht was drin ist. Wie ein Rezept zum Beispiel. Speedrun. Säubern, drinnen bleiben, kriege ich hin, glaube ich. Ach ja, ich erinnere mich. Oh ja, lecker. Gut, nix. Hier ist nix drinne, doch. Ich muss mal hier umgestalten. So. Aha. Schemmsuppe. Ah, wieder meine Fans. Was soll denn das? Mimi. Mimi war noch sauer. Incoming enemies, prepare for conflict. Weil ich sie überrollte. Hopke! Oh Mann, yeah! Ja, Geldbörse, komm in meine Arme. Aha. Was haben wir hier? Aha. Was haben wir hier? Aha. Was haben wir hier? Aha. So, säubere Gebiet, wir sind noch nicht fertig. Wo könnte noch jemand sein? Ah ja. Fertig. Chlortabletten. Alle wollen Tabletten. So, jetzt Run and Gun bitte. Nachladen und laufen. Hier, noch ein Punkt. Punkte für alle. So, nächste Mission. Das ist das nächstgelegene Team. Oh! Oh! Ja. Arthur, we are not alone. Hui! Wen haben wir noch? Oh, der ist wieder aufgestanden. Bauchschuss. Ja, sag mal, ist da ein Magnet drin oder wie? Oder was? Oder wo? Ist das schon wieder die Moped-Geschichte, ja? Biker-Konsum? Kommt denn eine Horde heute? Wir werden es erleben.
Meter. Ach, Mensch, schon wieder das Ding hier. Immer dieselbe Scheiße. Es sind doch so viele andere. Puis. Gut, Speedrun. Wie war denn das? Munter werden. Alles Scheiße. Oh. Büchelchen. I've got a bad feeling about this. Hören Sie mal. Das ist nicht das Kapitol. Dass Sie hier zum Fenster einsteigen können. Herr Amerikaner. Ah, genau das, was ich gebraucht habe. Papier. Ah, falsche Staffel. Bogen ist erst woanders anberaumt. Und zwar in Darkness Falls. Yeah, eine Dreier Blunderbuß. Weiter geht's. Ah ja, hier unten waren noch welche. Da gucke ich mich nicht um. Wo müssen wir lang? Zum Fenster raus. Jawohl. Zurück zum Händler. Was will man mehr? Onkel Klo Speedrun. PUI Speedrun. Ich habe eine neue Kategorie erfunden. Müll. 2, 3. Aha. Die Lampenmod, die es an jeder Straßenecke gibt. Nächste Mission. Wir kriegen das hin. Da ist Ruhe. 200 Meter. Angenommen. Welche Richtung 200 Meter? Das ist wirklich der Mopedladen schon wieder. Was hat denn der ausgehalten? Mopedladen Speedrun. Da brauche ich auch noch ein besseres Fahrzeug, was ich besser kontrollieren kann. Da müssen wir wirklich mal so eine Art Wettbewerb anberaumen. Naja, immer dasselbe. Los. Ich brauche eine bessere Axt. Gib sie mir, Kiste. Nee. Nee, das hält man mal auf. Aha, 16 Mark, wieder mal. Müll, wieder Händelbars. Händel, Georg, Friedrich, Anus, Vagina. Hämmerchen. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich da ein Rezept dazu brauche. Oh, ich nehme die Kettensäge mit. Demnächst. Aha, aha. Das brauchen wir nicht. Übrigens, wie spät haben wir's? Okay, 1,5 Stunden noch. Da wissen wir, ob es eine Horde regnet. Oh yeah. Aha. Aha. Zum tausendsten Mal. Weg damit. Hartnäckig. Ah, in der Forge? Also alte Forgen. Forges kontrollieren.
mit Möglichkeit auf Schalldämpfer. Recipe. Nicht, dass da eins war, aber dass da Mod-Recipes drin sind. Wieder Kisten. Weg, Farbe eben auf. Müll. Das ist doch wieder eine verhunzte Versagermission hier, weil hier gibt es ja gar keine Gegner drinnen. Ah, alles wie umsonst. Ja. Hab ich wieder einen Mist geträumt, die Nachbarn. Ich war Tony Clifton. Musste bei einer Schulaufführung auftreten. Und die haben aber ein ganz anderes. Ich habe das mir selber so gedacht. Ich sollte irgendwie bei einer Schulaufführung irgendein Lied zum Besten geben, aber ich habe den Text nicht gelernt gehabt. Und anstattdessen habe ich dann die Lücke einfach gefüllt, habe mich als Tony Clifton, könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr nicht wisst, wer das ist, verkleidet und hab dann dort Olare. Gesungen. Es kam sehr gut an. Und dann hatte ich Darmprobleme. Warum, weiß ich auch nicht. Okay, hat sich nicht gelohnt, hier reinzugehen. Werden wir jetzt gleich noch belohnt? Und ihr seht, Looten dauert auch ewig. Auf dem Dach war doch nichts. Aha. Donnert es, man weiß es auch nicht. Aha. Früher hatten wir immer Motzen gekriegt, aber ich bin auch noch nicht qualifiziert. So, dann brechen wir die Mission wieder ab. Sehr schön. Schönen Dank für die Erfahrung. Das war's. So, jetzt donnert's. Noch eine Minute, dann wissen wir's. Nee. Keine Horde. Ja, da können wir noch eine sinnlose Mission machen. Und dann fahren wir mal nach Hause und backen uns ein paar Kringel. Krapfen. Mit Streuseln. I've got a bad feeling about this. Ich spüre nichts dergleichen. Waren wir da schon mal drinne? Ja. Ach, das ist die Tankstelle. Na dann. Aber da gibt's ja auch Scheiß. Wo geht man denn da geflogen rein? Guten Tag. Ach ja. Hier ist auch jemand. Drohne. Okay. So, paar Döschen. Nein. Vier. Nix. Die Kasse. Was haben wir denn hier? Papier. Reimt sich auf hier. Und auf vier. Und Glistier. Aha. Fritzi wieder. Und auf den Ausruf, los, Onanier. Ja, heute ist wieder Genitalhumor.
Immer wieder was Neues, wird nicht langweilig in meinem Kopf. Außer wenn ich beim Arzt sitze und muss warten. Warum gucke ich denn hier rein? Da ist doch gar nichts. Halten Sie bitte kurz still. Ah, Bier. Seht ihr, es reimt sich auch. Auf Papier und Glistier. Was ist denn Glistier? Ja, und auf dem Dach müssen ja auch noch so ein paar vereinzelte schräge Vögel rumliegen. Weg damit. Hier war noch eine Kiste. Ich weiß es. Oh yeah. Level 1. Oh Mensch, ist es leider nur in die Armbeuge gegangen. Da ist niemand. Hier noch jemand? Ah ne, zurück zum Händler, sagt es mir schon. Und hier gibt's kein Loot? Vor dem Lootgott? Oder hier dahinter? Ah, ja. Yeah. Incoming enemies, prepare for conflict. Jetzt gehen wir nach Hause und machen uns Krapfen. Sah auch nicht so kompliziert aus. Ach so, ja, tut mir leid, Sir. Sie haben es auch noch verdient. Moment. Oh, der hätte aber nicht treffen sollen. Aber da war jemand auf meiner Seite. Sehr gut. Haben wir noch was im Moped? Nö. So, was haben wir denn noch? Hier nochmal noch ein paar einstecken. Und die Pilze! Sie werden und werden nicht. Brauchen die Licht oder wo? An was liegt es denn? Im Anbau. Ach ja, guckt mal. Hier einmal für die ganze Munitionssache haben wir was gekriegt. Hier zum Beispiel sowas da. Ein bisschen Schrotze. Und hier alle Kniften drinne. So, was habe ich gesagt? Krapfen. Und wofür? Was könnte man mit heiße Jambalaya machen? Was ist denn Jambalaya? Was soll denn das sein? Instant Mix. Mit Reis. Your own special touch. Können wir das? Ich glaube, wir können das. Bier haben wir, Kartoffelfleisch und Maismehl. Kartoffel. Oh, wir haben nicht viel Maismehl. Fleisch. Dann stellen wir noch ein bisschen her. My senses have picked up something. Mal nach rechten gucken. Oh, es stürmt draußen. Meiste Jambalaya. Dann einmal bitte Jambalaya. Können wir nur eins? Weil an was mangelt's? Ah, 10-mal Maismehl dafür. Sowas. Kommt da noch so viel? Ja, da kommen wir welche. Dann machen wir in der Zwischenzeit Kräpfchen. Wo sind denn die Streuzel? Ja, was brauchen wir dafür noch? Noch mehr Maismehl, Heidelbeeren, Honig und ein Ei. Eier, Honig und noch mehr Maismehl. Hatte ich nicht mal irgendwo welches angesetzt? Nee. Oder wir gehen mal hoch. Mais ernten. Mal gucken, ob wir schon einholen können. Noch nicht? Doch hier. Ach, und ich ernte ja wieder wie das erste Auto, weil ich ja wieder noch nicht Living from the Bums. Aha, das wächst alles schön. Heidelbeeren nehmen wir mit. Dann kommt
jeweils 2 raus. Hier haben wir auch noch ein bisschen Maismehl. Naja, gut. Boah, das ist ja das Wetter wie draußen. I, der hat das schlimme Wort in den Mund genommen. Draußen, sagt man nicht. Hier sind die ganzen Blümchen. Kartoffel. Da müssen wir wieder Freedom Fries herstellen. Oh, hier gibt's Kürbis. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut. Noch mehr Maismehl, man kann nie genug haben. Da haben wir aber ein paar Levelchen gemacht. Heute am ersten Tag. Im neuen Leben. Sehr gut. Wunderbar. Ist hier was nachgewachsen? Nee. Geh mal runter. Heiße Jambalaya. Jawohl. Stelle es her. Und jetzt gibt es Headwounds Baked Donut. Wie viel können wir denn? Weil auch wieder zu viel Mehl benötigt wird. Na, dann essen wir erstmal Oktoberfires Jambalaya. Nam nam nam. Wie viel gibt denn das? 45. Und noch eine gesunde Köstlichkeit hinterher. Wunderbar. Können wir was mit den Kartoffeln anfangen? Ich will ja eigentlich... Hier brauchen wir wieder Chili dafür. Hier brauchen wir Olle Sandwich. Ich will doch nur Pommes. Klaus Gamer. Gebackene Kartoffel. Hm? Shepherd's Pie darf ich noch nicht. Lass mal Rezept finden. Dann machen wir... Machen wir nicht Steak mit Kartoffeln, können wir nicht, weil uns die Pilze immer noch nicht unterstützen. Dann machen wir mit Fett schön Klausi Mausi Gamer. Oh, na, so viele brauchen wir nicht. Wir machen. Na, ja, machen wir erstmal Zähne. Tu es! So, sehr gut. Ich glaube, hier muss ich dann mal wieder ein bisschen Geld rausnehmen. Wie viel kommen denn da raus? 10.000. Sehr gut. Da sind wir wieder liquide. Ich mache ein bisschen Ordnung im Menü, meine Verehrten. Was wollte ich gerade machen? Hier ein bisschen Geld reintun. So. Und wir sind jetzt am Tag 52. Da geht die Reise weiter. Die Reise, die uns hoffentlich zu mehr Leveln führt. Machen wir wieder ein paar Händlermissionen. Und bauen vielleicht draußen noch ein bisschen aus. Und wir müssen übrigens ja noch die Ecken abtragen. Das werden wir alles morgen sehen. Oder ihr habt Tipps für mich. Oder ich soll mal irgendwas durchführen, wo ihr eine Idee habt. Wir sehen uns am Tag 52 wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Leute. Bleibt, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Auf Wiederhören.